Hallo meine lieben Singles, willkommen auf meinem Kanal. Wir wollen jetzt mal gucken, was denn hier auf die lieben Singles in der nächsten Zeit zukommt. Und ich mache mal kurz das Licht an, damit man hier auch was sieht. Und ich verwende heute hier mein eigenes Freya Orakeldeck, dann die Akasha Chronik, das Rider Waite Tarot hier und natürlich das Gilde Treveri Lenemore. So, und da wollen wir jetzt mal reinschauen. Was kommt jetzt demnächst auf die Singles Schönes zu? Was wird die Singles erwarten? Da haben wir hier schon mal mit meinem Freyas Orakel den Berg. Also etwas muss hier überwunden werden. Ne? Dann kommt hier etwas Fruchtbares in dein Leben. Etwas beginnt zu wachsen auf fruchtbaren Boden. Und wir haben hier noch den Kämpfer. Jede Niederlage lässt mich immer wieder aufstehen. Also das ist erstmal so ein Indiz, dass hier noch eine Niederlage vielleicht auch überwunden wird. Ne, vielleicht war hier irgendwas am Wachsen oder kommt hier ein Wachstum rein. Aber irgendwas wird sich noch so ein bisschen kompliziert anfühlen für dich hier. Und es könnte eine Niederlage auf dich zukommen. Aber du wirst wieder aufstehen oder vielleicht bist du auch schon aufgestanden nach einer Niederlage. Was sagt die Akasha-Chronik? Der Engel des Wohlstands ist hier mit dabei. Lege deine alten Vorstellungen von Wohlstand ab und lebe die Liebe. Na? Naja, vielleicht ist es auch hier ein Mensch, der vielleicht auch viel hat. Na? Und es geht jetzt einfach darum, dass man hier erkennt, okay, es ist jetzt ganz egal, wie viel jemand hat, wie weit jemand ist, sondern die Liebe ist hier zu einem Menschen wichtig. Ja, und dann haben wir noch die Opfermentalität. Hol dir deine ganze Kraft zurück und ermächtige dich selbst. Also das ist wirklich so ein Indiz, dass vielleicht etwas hier am Wachsen war mit jemandem und dass jetzt hier etwas überwunden werden muss. Ne? Irgendeine Niederlage war hier, vielleicht war jemand nur auf dein Geld aus, ne? Vielleicht hatte das generell materielle Dinge hier bei euch zu tun. Und ja, jetzt holt man sich seine ganze Kraft zurück. Ne? Man lässt sich jetzt nicht mehr so als das Opfer dahinstellen. So, meine lieben Singles, ich musste jetzt mal ganz kurz ausmachen, weil meine Tochter hier gerufen hat. Die sitzt hier wieder bei mir. Also, ne, wie schon gesagt, etwas muss überwunden werden. Etwas war vielleicht am Wachsen. Dann ist vielleicht auch etwas schiefgelaufen hier in dieser Sache. Und ja, man soll jetzt die alten Vorstellungen ablegen hier von Liebe. Ne? Nicht die von Liebe. Doch, vielleicht hat man aber auch hier alte Vorstellungen von Liebe gehabt und es gilt jetzt darum, einfach mal die Liebe zu leben. Ja, und sich aus dieser Opfermentalität zu befreien und sich selbst zu ermächtigen, die ganze Kraft zu sich selber zurückzuholen. Ja, und das ist jetzt hier für die Singles wichtig. So, wer oder was kommt jetzt noch auf die Singles zu? So, wir haben die 2 der Schwerter, die 10 der Münzen, das ist schon mal gut. Den Hierophanten und die Sonne. Ich brauche mal hier. Also, oh, okay, so rum waren die richtig. Also, hier bietet sich noch eine Chance in der Liebe. Ne, für die Single sehe ich hier. Und ich sehe aber gerade, ne, vielleicht geht es dir gerade nicht so gut, ne, vielleicht unterhält man sich ja auch mit Freunden, vielleicht ist es generell gerade so eine Energie, wo ein Mangel da ist, obwohl man weiß, hier bietet sich eine Chance in der Liebe. Ne? Aber es gilt halt darum, einen Durchbruch mal zu machen, vielleicht auch mit der Person. Einfach mal diese Energien, diese alten Strukturen, die hier waren, die müssen zusammenbrechen. Und man hat vielleicht auch hier schlaflose Nächte zur Zeit. Aber ich kann sagen, das wird sich ändern. Ne? Also hier kommt eine Änderung rein in diese ganze Situation und die Fülle, die kommt auch hier zurück. Und was ich halt hier sehe, ist, dass halt, dass man halt total unentschlossen ist, ne, in dieser Situation. Man ist unentschlossen. Vielleicht sind hier 2 Möglichkeiten in einer Sache oder man will nicht so richtig auf das Innere hören. Man weiß es nicht, was man tun soll. Ne, man würde gerne mal hier ankommen im Leben und einfach mal diese Fülle zu leben. Ich sehe, diese Fülle, die ist möglich. Die kann in dein Leben hier kommen.
Ja, also die Fülle kann für die Singles kommen. Und ja, vielleicht hast du wirklich gerade etwas hier erlebt, wo du sagen kannst, ich lasse mich jetzt nicht mehr so auf was Schnelles ein, ne? Aber ich sehe, du stehst trotzdem hier wieder auf und machst weiter, ne? Und was halt noch überwunden werden muss, das ist vielleicht auch diese Angst, da in etwas Neues dann reinzustarten. Hier zeigt sich auf jeden Fall eine Chance in der Liebe für dich, aber du bist halt sehr unentschlossen, ob du das halt nehmen sollst oder nicht. Na, es könnte dir die Fülle bringen. Entweder hat es wirklich mit jemandem zu tun, der sehr, sehr spirituell ist, der auch an die Dinge glaubt, der vielleicht auch so ein Stück weit gläubig ist hier. Oder es hat damit zu tun mit den Hierophanten, dass man wirklich jetzt trotz allem daran glaubt, dass alles gut wird, dass das Glück wieder ins Leben reinkommt. Ne? Und das sehe ich nämlich auch, dass das hier kommen wird, weil hier die Sonne mit dabei ist. Und die Sonne sagt, es wird wieder heller. Stellt euch mal vor, ihr habt gerade so einen trüben Regentag und jetzt ist langsam Frühlingsanfang, ne? Wie wir ja jetzt eh draußen haben. Gut, heute ist es mal neblig. Aber es gibt dann wieder solche warmen Frühlingstage, wo dir so die Sonne um die Ohren weht, ne? Weht vielleicht nicht, aber wo du so richtig schöne Sonnenstrahlen abkriegst, ne? Was sich so richtig wohlig, weich und warm anfühlt. Und so geschieht das jetzt auch hier bei den Singles, ne? Hier war es so ein trüber Tassenregentag gewesen die ganze Zeit und jetzt ist man halt noch unentschlossen, was man machen soll. Man möchte doch endlich hier den Sieg, man möchte doch endlich ankommen und dann kommt halt plötzlich die Fülle rein, ne, in dein Leben. Also ja, das kann jetzt hier für die Singles möglich werden. Ja. Okay, schauen wir mal weiter. Was kommt jetzt noch auf die Singles zu? Das sind gleich mal zu viele. Wir möchten ganz klare Botschaften. Was kommt hier noch auf die Singles zu? Das ist schon wieder keine klare Botschaft. Oh, okay, mit dem Sarg schon. Ja, mit dem Sarg schon. Da können wir auch schon wieder sagen, das Labyrinth wird hier auf jeden Fall beendet. Na? Was guckt man sich da genau an? Aha, du guckst dir das genau an. Okay, was? Ah, das, ja. Sehr schön. Okay, ja, also für die Singles ist es jetzt ganz einfach so, ne? Ihr habt ja vielleicht auch viel aus diesen letzten Dingen gelernt, ja, viel aus den letzten Perioden, aus den letzten Lebenslagen, was ihr hier erlebt habt, habt ihr diesmal das Wissen mitgenommen und gelernt. Und vielleicht wollt ihr ja ein neues Kapitel für euch selber erstmal aufschlagen. Ne? Ich sehe, hier sind auch unbewusste Blockaden, die man aber in eine Heilung bringen wird. Ne? Und man entscheidet sich dann hier für einen Neuanfang. Ja? Das kann mit einer Person sein, das kann aber auch mit sich selber sein, dass man diesen Neuanfang macht. Auf jeden Fall könnte es auch sein, dass hier jemand auf dich zukommt mit einer neuen Kommunikation. Kann auch jemand komplett Neues sein in deinem Leben. Auf jeden Fall sehe ich auch hier, wie mit dem Tarot hier unten, ne, diese Unentschlossenheit, das ist hier unten dieses Labyrinth wieder, wo man sagen können, du weißt noch nicht, wo es hier jetzt hingehen wird bei dir. Ne? Im Moment bist du noch ein bisschen im Irrgarten unterwegs und suchst und guckst und machst und schaust, ne, welche Personen hier zu dir passen könnten, vielleicht auch. Ne? Vielleicht suchst du auch nach jemanden, der wirklich zu dir passt. Und ja, du weißt hier noch nicht so richtig, wo schlägt es mich denn überhaupt hin? Ne? Was wünsche ich mir denn überhaupt im Leben? Nach was sehne ich mich denn? Also du sehnst dich auf jeden Fall nach etwas, nach Liebe. Ne? Danach sehnt sich jeder Mensch. Und du weißt aber hier noch nicht so, was soll ich mir denn wünschen bei dieser Sache? Na, wenn es jetzt mit einer bestimmten, ich habe heute nicht so eine bestimmte Person. Ich habe zwar den Hierophanten, der jemand sehr, sehr Gläubiges sein kann, aber auch sehr ne, spirituell sein kann. Ja, also das könnte hier sich um so eine Person handeln. Entweder kommt die Person neu in dein Leben, ne, was dein Leben erhellen wird oder erleben könnte. Oder es ist ganz einfach so der Glaube daran, nach dem, was hier passiert war bei dir, dass jetzt endlich alles gut wird. Ja, und ich sehe hier, dieses Labyrinth wird auf jeden Fall beendet werden. Ne?
Also man kommt hier raus und folgt vielleicht auch endlich seinen Träumen und Sehnsüchten jetzt endlich. Und auf den Sarg sehe ich dann, was danach geschieht, ist eine Neuausrichtung, dass es hier etwas, dass man sich hier auf etwas Sicheres jetzt ausrichtet. Nicht mehr so hui bui und on und offs und sowas, sondern dass man wirklich jetzt als Single guckt, was gibt mir überhaupt Sicherheit? Klar, es kann dir niemand hundertprozentige Sicherheit geben und Garantie, ne? Aber du versuchst jetzt trotzdem erst einmal zu gucken, bevor du dich vielleicht auch wieder auf etwas einlässt, was ist überhaupt sicher? Na, also du guckst jetzt hier da auf eine Lösung, auf mehr Sicherheit in dein Leben. Und dann schaust du dir an mit diesen Karten, wie bekomme ich jetzt erstmal hier diese Freude wieder in mein Leben? Na, und da guckst du jetzt hier genau mit der Lupe drauf. So, wie kann ich jetzt erstmal wieder strahlen? Wie komme ich jetzt erstmal wieder in meine Strahlung, in meine Strahlkraft rein? Wie bekomme ich jetzt erstmal hier wieder positive Energie in mein Leben? Ne, es ist ja auch wichtig, dass man hier die Dinge aufarbeitet, damit man überhaupt jemanden dann in sein Leben zieht, der zu einem passt. Ja, auch das ist hier sehr, sehr wichtig, ne, für die Singles. Ja. Also wisst ihr jetzt erstmal Bescheid, ihr lieben Singles. Das war heute eure Legung. Also bedenkt bitte, es ist eine allgemeine Orakel, kann nicht einmal alles hundertprozentig auf euch zutreffen, aber es kann euch zeigen, wo es vielleicht auch in der nächsten Zeit so ein bisschen hingehen kann. Ne? Auf jeden Fall hatte man hier eine Niederlage erlebt, vielleicht waren da der ein oder andere Kampf in dieser Sache und man guckt jetzt, okay, vielleicht ist es jetzt nicht immer richtig, nach diesen alten Vorstellungen von Liebe zu leben, sondern einfach auch mal neue Vorstellungen aufzubauen und einfach mal zu gucken, okay, jetzt da weiterzumachen, ne? Und jetzt wirklich auch die Kraft zu sich selber wieder zurückzuholen. Ja, und dann würde ich mal gerne noch hier eine Liebeskarte für die Singles haben heute. Vergebung. Vergib und vergiss, das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Ja, na? Kann natürlich auch sein, dass du Single bist und dass vielleicht es hier einen Menschen in deinem Leben gibt, der sehr unentschlossen ist. Na? Dieser Mensch möchte zwar ankommen, aber dieser Mensch hat vielleicht auch hier zwei verschiedene Sachen, ja, und kann sich vielleicht auch zwischen dir und jemand anderen nicht entscheiden, ne? Auch sowas kann das sein und das kann auch eine Niederlage bedeuten. Auf jeden Fall vergebe dir selber und vergebe vielleicht auch, wenn es möglich ist, dieser Person, ne? Weil es ist einfach so wertvoll, dieses Leben, um das wegzuschmeißen oder um ganz einfach hier zu sagen oder Trübsal zu blasen, ja. Es gibt auch noch andere wundervolle Menschen, ne, denen du begegnen kannst. Aber es ist auch immer erstmal wichtig zu wissen hier, wie finde ich überhaupt in meine eigene Freude wieder rein. Ne? So, eine Botschaft von Maxim Mangewitsch aus dem Soul Master. Und das ist die Nummer 6. Schau mit deinem ganzen Herzen auf diese Situation. Der Unterschied zwischen rationalem Wissen und spiritueller Weisheit heißt Liebe. Ne, versuch irgendwie, wenn es dir möglich ist, mit Liebe auf diese Situation zu schauen. Ja, was hat dich weitergebracht? Was hat es dir gebracht? Na, gebracht hat es einem vielleicht manchmal Kummer und Leid, ne, in dieser Sache, aber was hat es dir im eventuellen hier, och, jetzt ist mir noch fast die Karte aus der Hand gefallen, was hat es dich gelehrt? Was hat es dich gelehrt? Ne? Diese Sache. Was machst du vielleicht das nächste Mal auch ein bisschen schlauer und besser? Ne? Ja, meine lieben Singles, ich wünsche euch erstmal alles, alles Liebe, dass ihr die Freude in eurem Leben wiederfindet und natürlich auch einen wundervollen Menschen an eurer Seite endlich mal habt. Ne? Ciao, ciao, ihr Lieben.